Na, dann wollen wir mal sehen, was wir noch so anstellen können. Hier ist ein Rufzeichen. Ah, eine Quest. Gib mir eine Quest. Spielen. Ja, spielen. Hä? Spielen? Was spielen wir jetzt? Das habe ich nicht gelesen. Wurdest du endlich rausgeworfen? Oh, das würde euch gefallen, nicht wahr? Es breche mir das Herz. Olivier, wäre ich nicht hier, wer würde dann eure Arbeit tun? Geh und striegel die Pferde, Bursche. An die Arbeit. Certainement, Monsieur. Man muss also auch was arbeiten und darf nicht nur Unsinn machen. Ab die Post. Bitte. Sire, Sire de la Serre, wartet! Nom de Dieu, nom de Dieu. Was gibt es, mon ami? Ein Brief für Sire de la Serre. Er ist dringend. Oh, immer ruhig, Blut, Perrault. Der Brief wird Monsieur de la Serre auch nicht schneller erreichen, wenn ihr vor Erschöpfung tot umfallt. Gebt ihn mir. Ich hole ihn ein. Er muss ihn heute noch lesen. Es ist äußerst... Äußerst dringend, ja. Das sagtet ihr bereits. Er wird ihn bekommen. Na, jetzt aber schnell. Stopp! Monsieur de la Serre! Halt! Was auf einen Zug... Ah! Geh, geh weg! Macht Platz, macht Platz! Oder drüben. Wie war das? Verdammt, macht langsam! Geh da hoch! Da hoch, ja! Schnell! Oben drüber geht's eh viel schneller als woanders. Oben drunter. Oh nein, das war nicht klug. Das war nicht klug! Walnuss scheint in dieser Saison sehr in Mode zu sein. Spring! Mein Freund, spring! Oh. Wer führt denn bloß diese Kutsche? Pelops? Er ist Pelops. Brich dir nicht die Beine. Du willst dir allen Ernstes herumbellen, du Hund. Kurlauf aufwärts. Boah. Was ist der so schnell? Ah, da ist er. Stopp! Monsieur de la Serre. Mes excuses. Falsche Kutsche. Ups. Was ich brauche, ist ein Aussichtspunkt. Okay, Datenbank öffnen. Schauen wir mal, was es da wieder gibt. Hallo, wir kennen uns nicht, aber du kannst mich Sean nennen. Viel zu lesen, um Gottes Willen. Nee, Leute, ihr drückt einfach Pause, ne, wenn ihr das lesen wollt. Ihr wollt es bestimmt eh nicht lesen, oder? Was? Jetzt nochmal Datenbank öffnen? Oh, Les Miserables. Das lese ich aber trotzdem auch nicht jetzt. Nö, nee, also das ist wirklich zu viel Lesearbeit. So, einen Aussichtspunkt. Ach, warte, die Truhe holen wir aber erst noch. Wenn es die hier schon so schön anzeigt. Wo ist denn die? Ups. Irgendwo da oben drin vermutlich. Geh doch da rein. Zack. Hallo. Nee, doch nicht. Noch eins weiter oben drüber vielleicht? Was? Geh doch mal weg, hä? Geh doch weg. Jetzt gehen die schon wieder so ab hier. Ah, die haben so ein Temperament, die Franzosen. Wahnsinn. Hä? Geh da hoch. Zack, die Bohne. Hopp. Hallo? Spring. Okay, da rein vielleicht? Ja, das sieht besser aus. Hier ist sie. Kleine Truhe. Dem wird irgendwann jemand die Hände abpacken, wenn der hier alles klaut. Habe ich so das Gefühl. Au! Oh, ich glaube, das ging in die Weichteile. Dafür hat er sich aber tapfer gehalten jetzt. Zack, 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 zack. Da ist noch eine Truhe. Die ist jetzt sicher wieder irgendwo unten drin. Warte mal. Spring.
Was macht denn ihr da? Haare schneiden? Verzappen. So, wo ist sie? Ist ja gar nicht hier. Hä? Also doch oben. Ist da noch ein oberstes Geschoss? Ach, da oben. Warte. Gehen wir mal da hoch. So. Nein, nicht! Nein! Nein! Warte, da springt er runter. So. Jetzt aber. Jetzt aber! Oh oh. Gefällt euch das nicht, dass ich hier bin? Doch. Wenn ich da jetzt die Griffel reinhalt, dann sagen die gar nichts. Oder wie? Nee, tatsächlich, die sagen da echt nichts dazu. Denen ist das voll egal! Beklau die voll und denen ist das wurscht. Äußerst komisch. So, springe ich jetzt am besten hoch, ja? Okay. Wow. Und jetzt hier. Okay. Das klappt doch schon ganz gut, finde ich. Soweit. Wie heißt die Klettern hier? Das wüsste ich ja eigentlich schon, ne? Die Karte und die Minikarte sind standardmäßig verdeckt. Synchronisieren. Okay. Achso, eins hoch noch. So. Wo ist die Kutsche? Hui. Okay. Generalstände, 5. Mai 1789, glaube ich. Ich habe es jetzt nicht ganz lesen können. Gut. Ach, da soll ich jetzt runter. Da ist auch eine Truhe. Springen! Wundervoll. So, ich will die Truhe aber haben. Gut. Zack. Ups. Diese Truhe. Wo ist diese Truhe? Da ist die. Kann ich hier auch einfach... Hi. Was spielen Sie? Aha. Um diese Truhe zu öffnen. Okay. Gut. Dann schauen wir erstmal noch ein. Komm, tu das nicht. Häng dich nicht an den Engel. So. Lassen wir mich hier rein. Adlerauge. V drücken, um Adlerauge einzusetzen. Die Wachen in der Umgebung zu lokalisieren. Okay. Halt! Stehen bleiben! Soll das jetzt heißen, ich darf an dem nicht vorbei, oder? Weg, aber bloß! Datenbank öffnen, schon wieder was zu lesen. Nein, ich möchte es nicht. Ups, Sperrgebiet betreten. Okay. Aha! Ich soll also jetzt an denen vorbeikommen. Warte. Nochmal lokalisieren hier, die Typen. Okay. Na dann, gehen wir halt außen rum, oder? Ja. Warum? Weiter hoch. Wir sehen die mich doch gar nicht, oder? Oh oh.
Schnell! Schnell! Ihr habt mich nicht gesehen. So. Da unten soll ich hin. Okay. Ja, da sind auch so viele. Ich gehe einfach hier wieder hoch. Dann habe ich da an der Seite runter, oder? Klappt das? Oh oh. Oh nein! Die haben mich gesehen. Hidi. Spring! Spring! Hallo, spring! Wo ist der nur hingelaufen? So. Die werden mich ja jetzt nicht sehen, oder? Oh oh. Nein. Da ist auch einer. Okay. Oh nein! Schnell lauf! Ist das schon alles? Schnell lauf! Wow! Oh, die sind ja übel drauf. Hinten anstellen. Ich dachte, ich muss da unten bei der Kutsche hin. Dabei ist es ja jetzt wieder ganz woanders aufgetaucht gewesen. Da hätte ich ja gar nicht runter müssen vom Haus. Dann hätten die mich auch nicht erwischt. So, komm, mach mal hoch da. Komm mal gleich. So. Okay, wieder hoch. Hallo, springst du? Jetzt da hoch. Okay. Jetzt gehe ich hier einfach hier rein. Da ja eh. Na komm, hier runter. Da ich ja anscheinend eh hier rein soll. Oder? So hätte ich das gesehen. Hupa, nicht zu weit. Da musst du hin. Okay. So, ich glaube, hier war das jetzt. Irgendwo. Zeigt mir die Schleife an, wo ich hin soll. Das schaut fast so aus, ne? V-Drücken im Adlerauge. Das heißt, die sind wieder irgendwo. Was ist denn das? Ach so. Und Ruhe. Ah, da hinten ist auch eine. Schauen wir doch gleich mal. Gut. Jetzt gehen wir mal da runter. Aber da ist eine Wache, da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Okay, was diesmal? Die Generalstände von 1789. Die Verfolgung der Templer unter Philipp dem Schön? Was auch immer. Gut, auch das lese ich wieder nicht vor. Das ist einfach zu viel. Das ist ja eine Mega-Lesestunde schon fast. Okay. Muss ich jetzt, ist hier auch noch wo? Ne, hier sind jetzt keine Wachen. Ach doch, da hinten ist eine. Okay. Da muss ich jetzt aber glaube ich auch rein, oder? Da muss ich da hoch. Ja gut, ich denke da, dass so grün hinterlegt ist, oder? Ne, da komme ich gar nicht rein. Also doch, die Stiege hoch. Die Stufen. Für die Nicht-Österreicher. Was ist hier? Okay. Die Staatsschulden.
zur Zeit meiner Intronisierung bereits enorm. Sind aufgrund der Kosten eines teuren, aber ehrenhaften Krieges noch weiter. Was haben wir denn jetzt hier? Der Menschenauflauf. Der uns blieb. Gehen wir aus dem Weg hier, danke. Die Erhöhung der Steuern und ihre ungleiche Verteilung machte die Sache noch unerträglich. Ist das da hinten eine Wache? Soweit sehe ich jetzt nicht. Ist das richtig? Ja. Wo zum Teufel sind übersteigerte sie? Hoffnungen. Kau drücken. Nochmal. In den Mach. Köpfen der Menschen. Ja. Wenn sie nicht richtig gestellt werden. Hab ich durch? Hab ich durch? Eurer Weisheit und eurer Besonnenheit. Endlich. Nicht die beiden schon wieder. In diesem Vertrauen. Sie müssen mir gefolgt sein. Meine Herren, habe ich euch hier. Mann, sind die nervig. Und ich spüre deutlich, dass dieses Vertrauen so begründet. Missionsupdate, Ziel lokalisiert. Wenn bereit. Aha. Hinter die Bühne gehen. Sie würden auf ihre finanziellen Privilegien mit. Was ist mit dem? Bist du ein Pantomime? Ziemlich gut da anscheinend, ha? Dass alle Stände an einem Strang ziehen, um mit mir das gemeinsame Wohl des Staates zu erreichen. Ja gut, dann gehen wir hinter die Bühne. Wird nicht enttäuscht.